Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Ja, wir sind mit unserem Team mittlerweile in Viola City angelangt und dort wird bereits der erste Arena Cup stattfinden. Allerdings noch nicht heute, denn es gibt vorher noch eine andere Geschichte, die ich mir angucken möchte. Und vor allem, Zubat kann auf alle Fälle ein bisschen Training gebrauchen und ja, darum wird es heute gehen. Also ich glaube nicht, dass er allzu viel dazu gewinnen wird, aber ich sag mal so Level 7, 8 sollte durchaus schon möglich sein. Jetzt habe ich nicht gelesen, was der von mir wollte. Okay, irgendwas von Tauscher. Ich sammle Pokémon. Sag mal, hast du vielleicht ein Knuffenser? Würdest du es gegen mein Onix tauschen? Alter, Knuffenser gegen Onix? Also, ich muss sowieso nein was sagen, weil ich habe keins. Aber man findet auf alle Fälle eines. Und zwar, gleich direkt die Route, von der wir gekommen sind. Was soll ich mir jetzt holen? Nee, komm, aber ich brauche jetzt ehrlich gesagt keinen Onix, weil das hat eigentlich fast nur Nachteile. Was haben wir hier so? Die Pokémon-Schule. Die beste Adresse für kompetente Unterricht in Sachen Pokémon. Eventuell finde ich da auch ein paar Trainer, die kämpfen wollen. Schauen wir mal. Es gibt Bären, mit deren Hilfe sich Pokémon heilen können. Du musst sie ihnen nur geben. Es gibt außerdem noch viele andere Items, die man Pokémon geben kann. Es ist nicht leicht, bei so vielen Notizen nicht den Überblick zu verlieren. Ich schreibe immer mit, was der Lehrer sagt, damit ich es später lernen kann. Besser, ich schreibe auch alles von der Tafel ab. Ich war ja so ein ganz spezieller Fall, was das Thema angeht. Und zwar, ich habe wirklich immer gemeckert, wenn der Lehrer mal zu schnell war, wenn er die PowerPoint und so weiter gedrückt hat und ich hatte noch nicht alles runtergeschrieben. Der Lehrer sagte, Pokémon verfügen auch über Spezialfähigkeiten. Offenbar entscheidet die Art des Pokémon darüber, welche genau. Es soll viele Spezialfähigkeiten geben, die im Kampf sehr hilfreich sind. Okay, ich glaube, kämpfen will ja gar keiner. Heda, ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, aber hast du nicht Interesse an einer Gruppe? In einer Gruppe kannst du dich mit anderen messen und viel Spaß haben. Nun, was meinst du? Okay, ich glaube, das ist so eine Online-Funktion. Okay, ich darf sie sogar benennen. Ja, gibt's da, da brauche ich gar nicht lange überlegen, wie ich die nenne. Da gibt es eigentlich nur eine Auswahl. Und zwar die... So. Die Ziegengruppe. Ziegengruppe, ja, toller Name. Ihr Leiter ist eine Marte. Ich hoffe, die Gruppe bekommt viele Mitglieder. Ja, ich glaube nicht. Ich werde das Einzige bleiben, höchstwahrscheinlich. Und leider waren hier auch gar keine Trainer. Gut, hier ist die Arena. Ich könnte schon herausfordern, aber wie gesagt, ich glaube, mit unserem jetzigen Team bringt das tatsächlich relativ wenig. Hallo, bist du ein Trainer? Hast du Gewöhne in den Kampf ge... Oh ne, das ist ein... Ach, der hat französischen Akzent, nicht wahr? Ich habe noch nicht gewonnen. Wirklich, da hilft nur Training. Folge mir, Dickhaut. Ich hatte nie Französisch, deswegen labert nicht. Ich kann das nicht. Lol, jetzt bringt mich der Ich bin der Lehrer. Du solltest machen die Training hier. Ne, ich mach das nicht. Ich mach das nicht, ne? Französischer Akzent, absolut nicht mein Fall. Er lautet mein Name. Pokémon sind wunderbar, oui. Ich werde dir viele Lektionen erteilen für Zuwörten eine bessere Trainer. Was möchtest du wissen? Ach, nee. Der wird mir nur Sachen erzählen, die ich schon weiß. Das ist das Problem. Was will er jetzt von mir? Nee, will ich nicht. Ey, der wird mich jetzt wirklich noch dazu zwingen, dass ich doch mal ein bisschen was anhöre. Nee, nee, sicher nicht. Ja, Leute, was will ich heute überhaupt machen bezüglich Leveln? In Viola City gibt es einen speziellen Turm, wo man einiges machen kann. Hey, bist du ein Pokémon-Trainer? Schlägst du den hiesigen Arena-Leiter, darfst du dich bald zur Elite zählen. Ja, und diesen Turm, den ich meine, der ist hier oben. Soll ich dir etwas verraten? Du kannst Markierungen auf der Karte von deinem Pokémon setzen und dir kleine Notizen dazu schreiben, wenn du willst. Ich will auch so ein Pokémon bekommen, aber meine Mama will mir keinen kaufen. Ich will gar nicht wissen, wie teuer das wäre im Spiel. Also, wenn das vom Spiel auf echt Geld rechnen würde. Ich meine, wie viel kosten diese Smartwatches heutzutage? Ich habe keine, deswegen, ja. Die sind ja schon nicht billig. Die Trägersäule des Turms soll einst aus einem über 30 Meter hohen Knuffenser entstanden sein. Der Knuffenser-Turm wurde vor langer Zeit als Trainingsstätte für Pokémon errichtet. Ja, und hier trifft man beide wohl relativ viele Trainer, die eben Knuffenser haben. Ich meine, da ist zwar Feuerriegel im Vorteil, aber auch eine Blutsauger-Attacke sollte da ganz gut sein. Und naja, Zubat ist ja mittlerweile Level 5, glaube ich. Vielleicht zieht der Blutsauger jetzt sogar ein bisschen mehr ab schon. Schauen wir mal.
Wie stark sind denn die Level 3? Lol, ich bin jetzt Level 4. Okay, Blödsinn. Ja, ich schau trotzdem mal. Also, was bringt der Blutsauger gegen Knofenser? Nichts. Der ist nicht mehr sehr effektiv. Ach, lol, er hat Gift, oder? Aha, als Zweittyp, ne? Gut, er zieht mir auch noch ein KP ab, aber ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht mit Blutsauger so weitermachen. Ja gut, dann ist das doch eine Geschichte für Vollriegel. Mit dem bin ich mir sicher, da ist es sehr effektiv. Ja gut, die können sich ihre Rankengebe wischt und wohin schieben. In Knofenser gegen mich nicht mal ein Hauch einer Chance. Aber Leute, ich hatte überlegt vielleicht, dass ich einen Knofenser mit ins Team nehme. Weil der große Vorteil, den Herr Knofenser hätte, ist es mal das Gegenteil von dem, was ich halt in Feuerrot hatte mit Mirapla. Und es hat halt einen guten Typen mit Pflanzegift. So, der Ruckzuckhieb. Ja, ich würde sagen, Tackle kriegt direkt mal weg. Tackle ist ein bisschen schwächer und vor allem auch von der Genauigkeit 5 weniger. Deswegen alles besser, was normale Attacken angeht. Und der Ruckzuckhieb ist schon mal eine gute Steigerung. Ja, ich muss ja trotzdem jetzt immer hin und her wechseln. Ja gut, so oft machen wir es jetzt nicht. Was habe ich vorher gesagt, Level 8? Ich habe das jetzt schon wieder vergessen, dass der erst Level 4 war. Ich meine, das ist halt echt kaum eine Verstärkung. Also ich rede mit Level 8 meinte ich natürlich über die nächsten 3 Folgen. Auch wenn ich es eigentlich nicht so meinte. Nochmal ein Knofenser. Ja gut, okay, einmal wechseln wir doch. Wir können jetzt nicht nur alles Vollriegel gönnen. Ich hatte auch wirklich überlegt, ob ich mir Zubat nicht vielleicht sogar später fangen sollte. Weil wenn wir da schon mal so ein Level haben in die Richtung 20 oder so, also sprich, dass wir allgemein schon ein paar hundert EP bekommen pro Pokémon, was wir besiegen bei gewissen Gegnern, dann wird es bei Zubat schon ein bisschen schneller gehen. Ich meine, in der Arena werden wir das gleiche machen. Werde ich Zubat immer als erstes in den Kampf schicken, ne? Und dann eben umtauschen auf Vollriegel. Ich glaube, mit Level 13 ist er sogar schon stärker als wahrscheinlich das stärkste Pokémon in der Arena. So, dann haben wir Level 5. Och, nein, nicht Superschall. Ich hatte irgendeine normale Attacke gerechnet, die auch Schaden macht, aber nee. Ist nur das Ding, was verwirrt. Ja gut, okay, man kann nicht alles haben. Ist eh klar, Leute, ist eh klar. Was haben wir hier? Paraheiler. Ein paar Items gibt es natürlich immer zu finden. Nächster Trainer. Und Leute, ich sage euch jetzt schon, ja, die haben alle tatsächlich nur Knofenser. Also nichts anderes. Ja, der hat auch wieder 3. Sind die wenigstens ein bisschen stärker? Nee, nicht mal das. Muss ich eh mit Feuerriegel weitermachen. Level 3 ist halt echt bitter gerade. Warum muss noch ein Knofenser, muss ich einfach so ehrlich sagen, warum muss das auch unbedingt den Gifttypen schon haben? Und 27 EP bringt wenigstens ein bisschen was. Ja komm, wir machen weiter mit Feuerriegel. Dann machen wir den wenigstens Level 14 heute. Das war schon mein Ziel beim letzten Mal, hat auch nicht geklappt, deswegen ja. Passiert's eben heute. Ja und Leute, ich sag's jetzt schon mal, der Turm ist heute das einzige Ziel, was ich habe. Und ich hoffe, das lohnt sich auch. Auf einmal werde ich so in der Arena überrascht, man weiß ja gar nicht. Auf einmal ist so das stärkste wie Level 20. Wobei, das wäre für die erste Arena schon ein bisschen sehr heftig. Wäre wirklich mal eine interessante Geschichte. Was ist eigentlich das stärkste Pokémon in der jeweiligen ersten Arena eines Spiels? Also was ist das höchste Level? Ich weiß gar nicht mehr, was war es bei Feuerrot nochmal? Ich glaube, da war es sogar nur 11. Oder? Ich glaube. Dann bei irgendeinem war es sogar nur Level 9? Ich glaube, das war sogar bei Schwarz und Weiß. Da war es sehr schwach. Gut, die erste Arena kommt auch gleich direkt dran.
Das dauert nicht allzu lange. Ja, bei Rot und Blau, beim Original weiß ich es gar nicht. Bei Höhen weiß ich es jetzt auch gerade nicht. Da kam die erste Arena, aber erst ein bisschen später. Ich glaube aber, so Level 9, 10 wird das niedrigste gewesen sein. Aber ich hab Schwarz-Weiß erst vor kurzem mal gespielt. Müsste ich das eigentlich besser wissen. Naja, mein Kurzzeitgedächtnis, ich weiß schon. Ich vergesse nicht. Also, gewisse Sachen bleiben mir im Kopf natürlich gespeichert, aber es gibt genug Sachen, die halt nicht so sind. Von Schule reden wir jetzt gar nicht. Da gibt's endlos Stories. Vor allem meine Gymnasiumzeit, oh mein Gott. Da könnte ich ein gefühlten ein einstündiges Video machen, wo ich einfach nur davon erzähle, was ich da teilweise alles gemacht habe. Von Sachen, was jetzt mein Kurzzeitgedächtnis angeht. Am liebsten mag ich es ja immer, wenn mir jemand was sagt und ich vergesse es 5 Sekunden später direkt schon wieder. Und dann fragt mich der Lehrer genau das gleiche nochmal. Eben diese 5 Sekunden später, ich so, hä? Ich meine, ich habe damals noch die Kurve gekriegt, gebe ich zu. Denn ich war immer so einer, der da ein bisschen mit den Noten Probleme hatte und erst dann die letzten Jahre dann wirklich aufgewacht ist, dass ich mal was tun sollte. Und LOL, Feurig entwickelt sich jetzt schon. Bei 14? Ist ja mal mega geil. Glückwunsch, dein Feurigel wurde zu Igelava. Das war schon bei Level 14. Krass. Den muss ich mir jetzt sofort angucken. Ey, wie stark ist denn der jetzt? 40 KP hat er mittlerweile. Und weiter. Angriff 26, Verteidigung 21, Initiative 33. Okay. Oh, der ist strong. Also bei dem machen wir jetzt gar keine Sorgen mehr. Der wird durch den Turm einfach nur durchpflügen. Und ich glaube, wir sind schon ganz oben. Und ein schönes Tränkchen gibt's auch noch. Nächster Trainer. Ne, erwartet euch nicht, dass jetzt was anderes kommt. Leider nicht. Boah, aber Level 14er Igel war jetzt schon. Also ich hatte viel gerechnet, aber dass das im vierten Part schon klappt. Krass. Oh, die wird stärker. Level 6. Passt perfekt. Doppeltes Level als vom letzten, was wir hatten. Zieht trotzdem nur eins ab. Ja, gut, okay. Wenn wir schon die Glutattacke haben, nutzen wir die natürlich gleich aus. Aber das gibt jetzt schon mal ein paar EP mehr als die vorherigen. Schauen wir mal. 54. Da freut sich Zubat. Okay, es war leider das Einzige. Schade. Ah, wahrscheinlich wird das nur ein Lichtblick gerade gewesen sein. Da ist noch einer. Diese TM, die mir der Weißeste anvertraut hat, bringt Licht. Selbst in die tiefste Dunkelheit. Ah, genau, jetzt weiß ich's wieder, was man hier kriegt. Bin schon im Bilde. Okay, der ist aber auch wieder Level 6. Das sage ich nicht, nein. Dann kriegen wir heute wenigstens Level 7 vielleicht noch hin. Blutattacke reicht sogar noch. Ja, fühle ich mich schon mal ein bisschen wohler, wie es am Anfang halt nicht der Fall war. Wenn du halt eine Angriffsattacke hast. Wenn da dann die EP aus sind, hast du... die EP sage ich, die AP, dann hast du ein Problem. So, bitte sag, dass der Rechte da auch noch mindestens Level 6 hat. Und, ich sehe da links oben schon was. Ist das unser Rivale? Ich glaube schon. Lass uns sehen, wie stark dein Glaube an deine Pokémon ist. Heißt das, es kommt jetzt schon der nächste Rivalenkampf? Ich glaube halt nicht, dass er viel stärker geworden ist in der Zeit. Vor allem, da hat er voll den Nachteil eigentlich hier.
Nur Fenster kann ja schon Rankenhieb sein, kann ich machen. Ich konnte das bei Level 5 logischerweise noch keine Wasserattacke. Und hat dazu noch den Vorteil gegenüber, den Nachteil gegenüber Pflanzer. Ich stelle mir das schon gerne mal vor, so wie, was wird eigentlich der Rivale so machen in der Zeit, wo wir jetzt spielen? So, Knofenzer auch natürlich wieder One-Hits, Level 7er, 63 EP und das reicht wirklich für Level 7er. Und ein Hot-Hot. Bitte sag, dass es auch so um die Level 7 ist. Ein Hot-Hot bringt, glaube ich, sogar ein bisschen mehr als ein Knofenzer. Schauen wir mal. Tatsächlich perfekt, nehme ich an. Also wir sehen doch noch ein anderes Pokémon hier in dem Turm. Auch wenn wir mit dem Hot-Hot auch schon sehr vertraut sind. Und es kann Hypnose natürlich. Aber hat nicht getroffen. Das nutze ich sofort aus. Bevor er vielleicht doch noch tritt. Ja gut, mittlerweile wissen wir, Hot-Hot so ein eigenes Thema. Und der landet einfach schon wieder ein Volltreffer. Ich krieg hier die Krise. Oh ne, es bringt nicht mehr EP, es bringt sogar 20 weniger. Gut, passt. Hier kann ich durch, glaube ich. Ja, so ist es. Was macht denn mein werter Rivale da so? Klaut er schon wieder irgendwas? Deine Macht sucht wahrlich ihresgleichen. Wie vereinbart will ich dir nun diese TM überreichen. Aber du solltest dein Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Erzählt er mir groß, er sei der Weiseste von allen und dann macht er sofort schlapp. Aber das war mir von vornherein klar. Ich verliere doch nicht gegen jemanden, der so kindisches Zeug erzählt. Man soll sein Pokémon gut behandeln. Für mich zählen nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Alle anderen Pokémon interessieren mich. Einen feuchten Kehricht. Tuas verwendet Fluchtzahl. Okay. Das ist aber nicht der Kampf gegen den, oder? Nee, nee. Ach, das war Willis Pokémon. Ich dachte gerade. Ich war gerade mega überrascht, als ob mich der einfach so angreift. So, schauen wir mal, was wird... Ach, bringt da wirklich ein Blutsauger schon was? Nee, machen wir uns nichts vor, Leute. Blutsauger ist unnötig. Das wird das Erste sein, was ich verlerne. Du hast dich wacker geschlagen. Hier im Knofenzerturm arbeitet sich... Pokémon und Menschen einen strahlenden gemeinsamen Zukunft oder suche im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Erlaube mir, die Freundschaft zwischen dir und deinem Team zu erproben. Und wenn er die letzte Hürde ist, wird er wahrscheinlich auch am meisten am Kasten haben. Drei Pokémon. Knofenzer, Level 7. Hätte ich das gewusst, dass da wirklich so viele starke Pokémon dann kommen, also stark für unsere Verhältnisse. Ja, dann geht sich heute Level 8 doch noch aus. Für Zubat. Aber ich sollte mit meinen Erwartungen doch ein bisschen runtergehen. So, ein Hot-Hot hat er auch noch. Ja gut, da bleibe ich jetzt aber gleich direkt. Bei Igelavar. Level 10, verdammt! Gut, das ist jetzt schon ein bisschen belastend. Nein, das hat viele EP gebracht. Was kann die Schnabelattacke? Okay. Wahrscheinlich ab Level 10 erlernt Hot-Hot Schnabel. Oder konnte es schon früher? Ne, ich glaube nicht. Gut, es zieht ein bisschen mehr ab, aber ist natürlich gar keine Gefahr für einen Level 14er Igelavar. Gut, wie viel bringst du? 123. Als ob du... Warte mal, wenn ich das halbiere... Als ob ein 10, Level 10er Hot-Hot weniger EP bringt, als ein Level 7er Knofenzer. Also manchmal frage ich mich halt schon. Welches Level hat das jetzt? Auch wieder Level 7, gut. Also das Stärkste haben wir schon überwunden. Ja, Zubat wird ein Level abbekommen, Igelavar auch noch auf 15. Damit haben wir schon mal ein sehr starkes Pokémon im Team. Ey, ganz ehrlich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich der entwickelt.
meisten entwickeln sich auch erst bei Level 16 oder so. Aber nö. Die starten in Johto scheinbar schon viel, viel früher. Freut mich aber. So, Zubat Level 8. Und hier mal Level 15. Aber leider nichts Neues zu mal lernen, aber passt schon. Ich bin zufrieden. Dein Kampfstil lässt wahrlich nichts zu wünschen übrig. Damit brauchst du dich nicht einmal vor Meister Falk zu verstecken. Und jemand wie du weiß sicher auch hiermit richtig umzugehen. Das ist eine TM namens Blitz, sie gehört dir. Die TM Nummer 70. Wenn du einem deiner Pokémon Blitz beibringst, kannst du damit jeden noch so dunklen Ort erhellen. Du könntest die TM zum Beispiel einem Knofenser beibringen. Natürlich schlägt er vor, dass ich Knofenser beibringe. Ist auch klar. LOL, Nebulak. Haben wir Bock auf den Gengar? Bock schon, aber bringt mir halt nichts. Da ich ja schon gesagt habe, dass Zubat ein fixer Bestandteil meines Teams sein wird, haben wir natürlich unser Gift-Pokémon schon im Team. So, und hier ist ein Fluchtseil. Ja, komm, das wenden wir gleich an. Weil sonst werden wir wahrscheinlich noch ein paar mehr wilde Pokémon begegnen. Was auch immer da noch herumgeistert. Wahrscheinlich ein Knofenser selbst auch noch. Der Turm ist aber schon ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich. Gut, dann würde ich sagen, ich laufe ganz schnell nochmal kurz zum Pokémon Center. Erstmal healen. Igelava hat ja einiges gerade einstecken müssen. Nach so vielen Kämpfen auch nicht verwunderlich, by the way. Und Zubat hat sich auch sehr, sehr gut verbessert. Nur die starken Attacken fehlen halt noch. Ich hoffe, dass er zumindest irgendwann mal Tackle oder sowas erlernt. Dass er sich halt wenigstens irgendwie verteidigen kann, weil, sorry, mit Blutsauger kommst du halt nicht weit. Gut, du kannst die Taktik fahren mit Superschall, aber ist die halt wirklich so gut? Ist die wirklich so gut? Nee, ist sie nicht. Hier sind Felsen zum Zertrümmern. Nein, ich habe noch keinen Zertrümmerer. Falk, der Leiter der Pokémon-Arena von Viola City, ist ein großartiger Trainer. Er ist in den Fußstapfen seines Vaters getreten und leitet die Arena hier mit sehr viel Können. Ja, gut. Schauen wir nochmal den restlichen Teil der Stadt an. Hier ist schon Ende. In bestimmte Gebäude oder Höhlen sowie Orte, an denen sich sehr viele Menschen aufhalten, darfst du deine Pokémon nicht mitnehmen, ohne sie in einem Pokéball verstaut zu haben. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, hier darf ich es aber haben. Meine Tochter nennt ihre Pokémon nach Sachen, die sie besonders gerne isst. Echt? Mein Taubsee heißt Erdbeere. Hallo Erdbeere. Es wird sogar angezeigt. Ah, das wär's. Wisst ihr, denke ich sofort an so Sachen wie Carpador Jump, wo ich meine Carpadors auch immer so richtig dumm genannt habe. Es ist so ein Mobile-Game fürs Handy. Da hatte ich ja auch so Namen wie Kasten zum Beispiel oder Beds, also Kühlschrank. Da habe ich alle möglichen Möbel genommen, die ich halt bei Carpador dann genannt habe. Ja, lange und lustige Geschichte, by the way. Na gut, dann würde ich sagen, der Part heute ist lang genug. Arena-Kampf steht dann im nächsten Part an. Also bis dahin, ciao, ciao.